Und damit willkommen zurück im Studio von Schlagt euch um den Jew. Mit den Gästen Ömer, Kern und Ricky Ficky. Hallöchen. Hi, na. Beim letzten Mal vor der Werbepause haben wir Billard und Diktat gespielt. Aktueller Zwischenstand ist 12-9 für Ömer. Rick hat wieder aufgeholt, hat noch nicht für die Führung gereicht, aber ist ordentlich am Aufholen auf jeden Fall. Und jetzt spielen wir Spiel Nummer 7. Wer lügt? Ein Spiel, auf das ich mich ehrlich gesagt schon sehr gefreut habe, sehr freue. Der Joker von dem Ömer ist aufgebraucht. Der Rick hat seinen noch mal gucken. Ömer hat seinen gut angelegt. Und jetzt gehen wir direkt zu Spiel Nummer 7. Wer lügt? Bis zu einschließlich welchem Spiel konnte man das nochmal verwenden? In 11. Joker? Okay. Okay. So, also euch werden jetzt gleich Behauptungen vorgelesen. Mhm. Ja, also ich gebe euch eine Behauptung vor und zu dieser Behauptung werde ich euch danach Begriffe vorlesen oder Namen. Und sobald einer dieser Namen nicht zu der Behauptung stimmt, buzzert ihr. Okay. Wenn ihr richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt. Wenn ihr falsch liegt, bekommt der Gegner einen Punkt. Falls es jetzt nicht so deutlich wurde, ich kann das jetzt nicht genauer erklären, deswegen machen wir ein Beispiel, damit das konform ist. Gewonnen wird bei 6 Punkten, also wer zuerst 6 Punkte hat, der gewinnt. Und ja, ich werde immer ein paar Sekunden Pause lassen, damit ihr Zeit zum Nachdenken habt und eventuell zum Buzzern. Wir machen ein Beispiel. Ich denke, dann sollte ziemlich klar sein, was hiermit gemeint ist. Seid ihr alle bereit? Ja. Okay. Und Achtung, Rick, deine Pikuballas knistern ein bisschen. Ah ja, stimmt, die Tüte. Okay, also das Beispiel. Meine Farbe kann anders als rot sein. Das ist die Behauptung. Und jetzt lese ich nach und nach die Begriffe vor und wenn eins davon falsch ist, müsst ihr dann sofort buzzern. Okay. Tomate. Apfel. Paprika. Geschenkpapier. Die Partei Die Linke. Okay. Da würde Rick jetzt seinen Punkt bekommen. Also habt ihr verstanden, wie das Ganze funktioniert? Ja. Jo, ich dachte jetzt, du sagst einfach die Partei. Nee, nee. Das wird kein Gewinn. Ein schönes Spiel, by the way. Coole Idee. Hm. Dann mache ich mir jetzt noch ganz kurz hier oben eine Box, wo ich danach die... Kommen da die Wahlzettel rein? Ja, da schmeiße ich die hin, die wir schon hatten hier, das Beispiel. Bla. Das ist natürlich aus der Spin-Off- und Nachmachersendung Schlag den Raab. Natürlich. Ja, richtig. Alles kacke hier. Ich bin der Erfinder. Okay. Ja. Dann kommen wir jetzt zu dem ersten richtigen. Wie gesagt, wer zuerst 6 Punkte hat, gewinnt. Es geht los. Ich habe normalerweise genau 31 Tage. Januar. Juli. Oktober. April. Ja. Nein. Da hat Rick zuerst gebuzzert und der Punkt geht an ihn. Das ist richtig. Der April hat für gewöhnlich keine 30 Tage. Konnte ich sogar auf dem Kalender nachschauen. Hätte ich. Okay. Also ich habe einen anderen Trick gehabt. Ganz ehrlich, das sage ich jetzt mal ganz kurz. Die Hand. Genau, ja. Man kann nämlich seine Hand daran abzählen, seine Knöchel. Das stimmt. Okay. Dann kommen wir direkt zu Nummer 2, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Also es ist jetzt alles relativ klar, ja? Ja. Okay. Beispiel Nummer 2. Ich bin ein Lauchgemüse. Oh Gott. Bärlauch. Ackerlauch. Schnittlauch. Blattspinat. Sauerampfer. Ach du Scheiße. Mangold. Gartenkresse. Wirsing.
Ja, und immer damit geht der Punkt an dich. Das wäre auch das letzte Beispiel gewesen. Sagen wir, singen ist kein Lauchgemüse, oder? Das wäre jetzt, also das war gerade das letzte Wort, also nach dem Wort wäre die Frage komplett aus dem Spiel gewesen. Die, die keine Lauchs waren dabei, waren Sauerampfer, Gartenkresse und Wirsing. Gartenkresse ist kein Lauchgemüse. Nee. Ich hätte tatsächlich gedacht, also ich, wenn ich Spieler gewesen wäre, ich hätte bei Blattspinat sofort gedrückt, aber das ist so. Oh. Da war ich auch am Überlegen, aber dann dachte ich mir so irgendwie. Lustigerweise gab es da gab's eine Unterhaltung mit Till darüber. Da haben wir auch schon mal darüber geredet, was Spinat jetzt eigentlich genau ist. Okay. Er gesagt Blattspinat. Okay. All hail the Rahmspinat. Beispiel, Behauptung, genau, Behauptung Nummer 3. Ich bin größer als 100. Was? Größer als 100? Ja. Achso, Zahl. 10 mal 10 plus 2. Fünf Fakultät. 12 zum Quadrat. 17 plus, Klammer auf, 3 zum Quadrat mal 4 zum Quadrat, Klammer zu. Immer, das ist nicht korrekt. Moment. 3 Quadrat ist 9. 4 Ach Quadrat mein. Ist 16. Oh. Ja, ich hab verkackt, ja, sorry. 9 mal 16 plus 17. Ja, ja. Ich hatte Plus in Erinnerung irgendwie, keine Ahnung. Ja, hab ich verkackt. Genau, damit geht dieser Punkt an den Rick. 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 Okay. Wie viele Punkte braucht man nochmal, um zu gewinnen? 6 braucht man 6. zum Gewinnen. Mein Glück. Ist also noch alles drin. Wir kommen zur Behauptung Nummer 4. Ich gehöre seit mindestens 10 Jahren zur EU. Oh Gott. Belgien. Bulgarien. Kroatien. Rick, das ist korrekt. Das sind noch keine 10 Jahre. Ich glaube. Das sind. Sorry. Ja, doch, das sind noch keine 10 Jahre, genau. Ich glaube. Bulgarien drin. Bulgarien ist auf jeden Fall schon länger drin. Ich habe hier nicht die genauen Zahlen, aber ich habe das alles überprüft. Kann notfalls, wenn ihr mir nicht glaubt. Hatte ich auch irgendwie was im Kopf so von wegen so. War da nicht irgendwie in meiner Schulzeit irgendwie. Ja, genau, das ist auf jeden Fall noch nicht allzu lang her, richtig. Genau, damit haben wir einen neuen Zwischenstand von 3 zu 1. Für Rick, du brauchst noch 3 Punkte, immer du brauchst noch 5 Punkte. Apropos 5, wir kommen zu Behauptung Nummer 5. Ich bin eine Hauptstadt eines US-Staats. Phoenix. Denver. Dover. Honolulu. Boston. Warum habe ich denn bei Boston gedreht? Ja, das ist falsch. Das wäre die Hauptstadt vom Staat Massachusetts. Hä? Und damit. Okay, das war komplett dumm. Geht der Punkt an Rick. Mal ganz kurz so eine kleine Rätselfrage zwischendurch. Von welchem Staat ist denn Olympia die Hauptstadt? Keine Ahnung. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, also hätte ich auch nicht gewusst, von Washington. Okay. Ja? Okay. Was ist denn mit Honolulu? Von Hawaii. Ja. Lululu, Alter. Okay, Behauptung Nummer 6. Wir haben 4 zu 1. Für Rick. Ich als Schauspieler, spiele in der Serie Scrubs mit. Witzig. Witzig. John Cryer. Das ist richtig. Der fünfte Punkt für dich. John Cryer ist zum Beispiel, genau, Alan Harper aus Two and a Half Men. Fair. Richtig. Zum Glück. Suchtig Comedy und Sitcom-Serien. Okay, das wusste ich nicht. Mhm.
keine Beachtung. Ja, danke für die ganzen Hinweise, während wir geredet haben. Hey, die Sendung Scrubs ist doch eigentlich gerade schlecht. Hä? Fuck you. Hä? Du hast irgendwann mal gesagt, als ich bei dir war, da, als das, glaube ich, im Fernsehen lief, von wegen so, ja... Die ja gut, aber da hatte ich das ja noch nicht gesagt. Achso. Ja, aber trotzdem war das der... Okay, wir haben 5:1 noch einen Punkt, dann würde Rick das Spiel für sich entscheiden. Wir kommen zur Behauptung Nummer 7. Ich lebe noch. Bryan Cranston. Keine Ahnung. Carlo Pedersoli. Und das ist der sechste Punkt für dich. Carlo Pedersoli. Genau, das ist Bud Spencer. Jawohl! Und damit haben wir mit dem Stand von 6:1 dieses Spiel abgeschlossen. Toll. So, hat Spaß gemacht. Ja, und wie viele Behauptungen hätte ich noch gehabt? Oh, noch genug. 20 Behauptungen habe ich insgesamt. Wir waren jetzt bei Nummer 7. Also mit Namen komme ich überhaupt nicht klar. Da kann man mich alles fragen, da kann ich gar nichts machen. Ja, das kann ich nicht berücksichtigen. Dann war es mit Spiel Nummer 7. Der Punkt geht an Rick. Und wir begeben uns zurück ins Studio. Entsprechend rechnen wir die Punkte auf das Konto von Rick. Die Juhu. 7 Punkte. Richtig. Und wir haben damit mit 16:12 wieder eine neue Führung. Der Rick führt wieder mit 16:12. Das war Spiel Nummer 7. Und gibt es Fragen? Ansonsten gehen wir wieder direkt weiter zu Spiel 8. Das ist nur euch überlassen. Und ich sage das nochmal. Beim Design des Spiels gebe ich keine Rücksicht auf keinen von euch. Also es kann gut sein, dass da mal Wissensfragen kommen, die nur der Rick kann, weil er sich damit auskennt, oder nur der Ömer. Ich mache nichts absichtlich, womit sich irgendjemand extra auskennt. Ich habe auch nicht nur diese 15 Spiele designt, sondern schon 30 und daraus dann random welche ausgewählt und die anderen 15 kommen entsprechend bei der nächsten Runde dran. Also es ist auf niemanden irgendwie alles abgestimmt hier. 30? Müssten es nicht 32 sein, theoretisch? Ja, okay, die Ersatzdinger, ja. Aber das ist... Ja. Aber 30. Okay. Bis auf ein Spiel von den 15, das ist definitiv auf euch abgestimmt. Das werdet ihr dann aber auch entsprechend merken. Hm. Okay, dann kommen wir zu Spiel Nummer 8. Und Spiel Nummer 8 ist... Flick Minigolf. Oh, okay. Rick damit haut seinen Juka raus. Eieieiei. Ja, das sage ich direkt, das kann was werden. Okay. Dann begeben wir uns mal rüber ins Studio. Ich habe jetzt natürlich den Vorteil, dass ich die Bahn schon kenne, aber ich habe sie auch noch nicht durchgespielt. So, Flick Minigolf. Wir gehen mal auf die erste Bahn. Apropos, bescheuerter Witz. Zum Glück ist das L da. Okay, fuck you. Okay. Spiel Nummer 8, Flick Minigolf. Wir spielen Best of 3. Das heißt, wir haben 3 Bahnen und einen Punkt bekommt der, der eine Bahn mit weniger Schlägen absolviert. Soweit klar. Sollte Gleichstand sein, bekommen beide einen Punkt. Sollte ganz am Ende auch Gleichstand sein, dann wird eine bestimmte Bahn nochmal als Stechen gespielt. Okay. Jo. Es wird nacheinander gespielt, das heißt nicht abwechselnd oder nicht gleichzeitig. Das heißt also, erst spiele ich so lang, bis ich die Bahn geschafft habe. Dann spielst du immer die Bahn so lang, bis du sie geschafft hast. Beziehungsweise wer anfängt, entscheidet gleich die Münze. Also nicht irgendwie nacheinander schlagen oder so, sondern einmal komplett die Bahn pro Spieler und dann geht's erst weiter. So. Wenn der Ball die Bahn verlässt, wird der Ball wieder zurück an die Startposition gepackt. Wenn der Ball in Wasser liegen bleibt, das ist auf der Bahn hier jetzt noch irrelevant, aber das wird dann gesehen, wird der Ball zurück auf die Position gesetzt, die er vor dem Schlag hatte. Ist das klar soweit, Ömer? Ja. Okay. Wichtig ist natürlich noch, der Ball wird geflickt. Also so hier wieder, wir kennen das Spielchen ja. Ja, und wenn am Ende Gleichstand ist, wie gesagt, dann wird eine bestimmte Bahn, nämlich die Bahn 2, nochmal gespielt. Da wird dann allerdings gleichzeitig gespielt, aber wenn es dazu kommt, sage ich da entsprechend nochmal neu. So.
Ja, Ball darf erst neu geschlagen werden, sobald er liegen bleibt. Also immer schön warten, bis er in Ruhe ist. Hierbei bei Bahn 1 ist einfach nur wichtig, also das Ziel ist, er muss hier in dem grauen Bereich liegen bleiben, bis er still liegt. Ja, Ömer, also du spielst gegen mich. Fragen? Gut, dann werde ich mal würfeln. Ich habe jetzt entsprechend hier die Also wenn er aus der blaue. Bahn fliegt, auch dann da, wo er als letztes stand, ne? Nee, wenn er aus der Bahn fliegt, dann wieder an den Start. Achso, doch an den Start. Okay. Außer beim Wasser, das ist ja speziell. Okay, Ömer, du fängst an. Mit Bahn Nummer 1. In Spiel Nummer 8, Flick-Minigolf. Blindfolded. Nein. Dann kann man auch sehr schön mit der Vogelperspektive arbeiten. Das ist voll geil. Ja. Zum Zuschauen. Ups. So, den nehmen wir einmal wieder auf das weiße Pünktchen. Moment, das war jetzt gerade. Oh, Moment mal ganz kurz, bitte. Okay. Das war jetzt gerade dein zweiter Schlag, richtig? Ja. Ja, das sieht. Der ist wieder Das ist raus. fies. Das war Schlag Nummer 3. Ist auch hier die Bahn vorher nicht selbstständig durchgespielt. Das könnte funktionieren. Oh, drei Schläge sind zu viel. Ich hätte Nee, es nee, beim das war ersten schon Schlag. Schlag 4. Oh. Mich verarschen? Die ist wieder raus. Oh. Hier kommt Schlag Nummer 5. Ist das dein Ernst? Ja, dann kann ich schon aufhören. Nee, ich Nein, will nein, nein, ja. nein, nein, nicht zurücksetzen, nicht zurücksetzen. Hätte ich jetzt fast schon als faul gezählt. Ist das nicht eine Schale? Nein, das ist nicht. Oh, ich muss mal ein Von Fenster oben hat sie zumachen. es gedacht. Ich wusste übrigens auch nicht, dass es da so rüber slidet. Falsches Material. Wir. Na, bleibt's liegen, das könnte es sein. Bullshit. Das ist Bullshit, Die Alter. Was ist liegt. denn das? Die liegt. Ja, dann sind es 7 Schläge für dich. Wow. Okay, jetzt weiß ich auch entsprechend, Good wie es luck. funktioniert. Übrigens abwechselnd starten. Das heißt, im nächsten muss ich dann starten und im dritten musst du dann wieder starten und so. Okay. Enttäuscht mich nicht. Ich versuch's. Kriegt der jetzt locker hin, der hat ja gesehen, was für Ja, Fehler ich nee, gemacht ich sehe aber nicht deine Stärke, wie schnell du flickst, stark du habe. Ja, flickst. man sieht aber den Abstand vom Ball zu. Richtig starker Flicker. Also mein Ziel war von Anfang an erstmal im Grün zu bleiben und nicht direkt durchzuschlagen. Ja, das dachte ich mir schon. Liegt die schon? Nein, sie rollt. Okay. Ah, jetzt sehe ich's auch. Sie steht. Ja. Das ist echt ein bisschen nervig an der Kugel, die rollt irgendwie ewig. Wichtig ist ja nur, dass ich jetzt unter 7 bleibe. Oh, das könnte zu viel gewesen sein. Weil die bekommt ja hier nochmal so einen Boost, nachdem sie das grüne Ding verlässt. Das ist das Gefährliche. Achso, ihr könnt ja gar nicht Plus drücken. So, Moment, Rick, ich gebe dir jetzt einmal kurz die Aufgabe. Ich stell dir mal ganz kurz ein, du kannst jetzt mit digitalen Dingen interagieren. Dass du immer mal bei jedem Schlag, den ich mache, einmal auf Plus drückst, ja? Das kann ich. Liegt die Kugel schon? Ja. Ja. Also das war jetzt gerade schon Schlag 2, also jetzt musst du dann gleich den dritten Plus machen.
kann mich natürlich damit jetzt auch vollkommen verspielen, weil wenn sie jetzt rausfliegt und ich irgendwann vielleicht wieder von vorne anfangen muss, dann komme ich nicht unter die 7. Ja, ich hoffe das schon. Steht die? Ja. Ja. Dann jetzt Schlag 4. Sieht er denn letzten Endes auch die Gesamtpunktzahl, ne? Und nicht. Nee. Also, nur also, gewonnen oder nicht gewonnen. Also ist schon Schlag 4, Rick, ne? Rick? No. Okay, dann kommt jetzt Schlag 5. Jo, steht. Ja, das wird's. Jetzt muss er nur liegen bleiben, weil die bekommt jetzt halt nochmal einen Boost. Und das ist halt Glück, wie du hier jetzt gerade siehst. Ja, ich glaube, die wird genauso wie bei mir so ganz, ganz knapp da vorne stehen bleiben. Nee, ich denke tatsächlich, dass sie runterfällt. Nee, ich glaube nicht. Ey, guck dir an, wie die langsam läuft. Ja, sie fliegt, das ist so lustig. Tut sie tatsächlich? Tut sie tatsächlich. Mhm. Ja, und damit geht das erste Spiel an Rick. Richtig, der ist näher, mich geht der erst so näher. War mir ein Schlag. Stolz auf dich. Ja. Dich! So, aber das sagt noch rein gar nichts, denn jetzt muss ich auch noch anfangen in der nächsten. Warte, aber merken wir uns erst. Moment, warte. Rick. Können hier Chips oder so? Hast du hier irgendwo Chips? Chips? Ja, aber die werden jetzt gleich weggehen, weil ich immer das Studio wechsle. Wir kommen zu Band 2. So, und 4, wie gesagt, ist relevant zu sagen, dass das Blaue. Dieses Wasser eben, wenn es da liegen bleibt, dann wird es wieder an die vorherige Position gepackt. Automatisch oder? Nee, das machen wir dann entsprechend. So, Rick, du hast immer noch die Aufgabe mit dem Plus machen, ne? Was ist das hier? Das ist das Ziel. Bleibt die Kugel automatisch drin liegen oder was ist das? Das werden wir sehen, wa? Also, ich habe da nur gelb reingezeichnet. Das Gelb ist einfach nur Zeichen. Okay. Okay. Dann hau mal raus, Ju. Ich kann mich ja, also die Kugel stark flicken, das kann ich ja nun gar nicht, ne? Ich habe jetzt nur das Schwache gemacht, mal sehen. Okay, das war zu schwach, scheiße. Alles gut. Das muss ich auch dazu sagen, dass die Kugel ekelhaft weit rollt. Oh, das ist aber ganz gut, das ist gut. Deswegen, ja. Immer noch. Okay. Dann kommt hier mal ein zweiter. Ach, fuck, da hätte ich mehr machen können. Ja, aufpassen, die rollt noch, denke ich. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich meine natürlich, sie fliegt. Ja, das war übrigens Schlag 2, Rick. Am besten direkt, sobald ich losschlage, drückst du am besten einmal auf Plus. Ne? Kugel bewegt sich noch? Ja, ich sehe es. It's moving! Kugel statt. Ah, fuck. Schade. Sorry, Rick, falls du es besser hinbekommen hättest. Ich glaube, ich wäre nicht großartig besser gewesen. Die Dinger sind, wie gesagt, für mich genauso blind. Kugel. Rollt immer noch. Steht. Jetzt steht's, ja. Boah. Das ist so ätzend. Der Winkel ist scheiße. Ey, warte, das ist gut. Naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das ist gut, Ju. Alles gut. Aber sind die blauen Bereiche dann quasi einfach nur blinde Bereiche, wo man ja, die genau. Einfach nicht mehr sieht? Achso. So habe ich das gemacht. Da habe ich in den Boden gestampft. Reibung oder so. Steht, oder? Ne, rollt immer noch. Jetzt steht sie. Also sie darf da nur nicht liegen bleiben, ne? Aber dadurch darfst du, oder was? Nein. Sobald sie die berührt, ist kacki. Alter, da muss man ja über die Rampe drüber. What? Ja. Schlag Nummer 5 war das jetzt, oder? Nein! Ja, das war Nummer 5. Bringt das auch noch mit dem Rick, Musik, das war Nummer 5. Ja. Fuck. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Warum? Ja, guck mal, wie schräg die Rampe ist. Die kommt da nicht rüber. Und wenn doch, dann fliegt sie höchstens wieder nach hinten oder so.
Da musst du ordentlich Wucht reinsetzen. Ja, jetzt musst du ich kann es mal demonstrieren, aber ich bin mir sehr sicher, dass es nicht funktionieren wird. Dass die eher abprallen wird und vielleicht sogar nach hinten über die Mauer wieder. Okay, das könnte auch sein, aber... Soll ich es riskieren? Ja. LOL. Ja. Wow. Genau das meinte ich. Ekelhaft. Aber guck mal, wenn ich Glück habe, wenn sie rausfliegt, dann komme ich wieder ganz an den Start. Wo kommt man denn? Warte mal. Hä, wie kommt man denn da rüber? Das wirst du sehen. Wurde getestet. Ja, nicht von mir, aber wurde getestet. Ich habe nicht zugeguckt. Rausgeflogen, die Kugel? Ja. Lol. Das war ein guter erster Schlag. Ja, das wird ohne Zweifel an irgendwann gehen, diese Strecke. Aber mal gucken, ich muss auch noch machen, ne? Denk dran, ich bin jetzt auch kein Geschicklichkeitsbestier hier. Naja, aber das ist schon. Du weißt jetzt, wie es funktioniert, du weißt. Also war wie David beim ersten. Könnte das mit seinen Fingerfertigkeiten. Kleiner Insider. Muss ja auch mal sein. Ah, fuck it. Lol. Ich finde die Physik manchmal hier echt komisch. Es hört sich so an, als wäre es ein Golfball, sondern so ein Metallball gegen Metallwände. Nee, gegen Plastikwände. Toll. Hä? What the fuck, 6 war gerade noch viel stärker als das, aber okay, ist egal. Bei mir war deine Hand einfach ganz woanders. Okay. Ich nehme ja auch mit dabei auf. Wenn du aber meine Aufnahmen benutzt, musst du natürlich eine andere Tonspur drüber legen, ne? Ja, ja, okay. Nein! Okay, die geht ins Wasser. Ja. Tschüss. Packen die auch nur ungefähr weg, ne? Also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Denke ich, oder? Vielleicht über die andere Rampe. Das erinnert mich ein bisschen an die Golf with your friends, bloß in schlechter. Bleib stehen! Ach, ja. Ich hab eine richtig coole Idee, wie die rübergehen könnte. Ja, ich auch. Ich denke, wir haben die gleiche. Ich glaube auch. Mal gucken, was fängt an zu tun. Ja, wir haben absolut die gleiche. Nein! Tschüss. Ach. Ich verstehe deinen Einfall, Joe. An den Anfang? Oh nee! Stimmt, das ist ja außerhalb der Strecke. Ja. Ach, das. Oh nee. Alter. Das kann eine ganze Katastrophe werden. Aber ich weiß, wenn ich so ein Spiel nochmal mache, weiß ich, was ich an den Regeln noch ändern werde. Nämlich, dass der nicht dran ist, blindfolden muss. Boah, ja. Ja, hast recht. Ja. Hast recht. Blindfolden? Ja, mit B. Drück mal B, Rick. Drück mal kurz B. Ah, okay. War übrigens, ich habe schon mal auf 12 erhöht, weil das war schon der 12. gerade. Hm. Huiuiuiui. Aber du hattest ja den. Das können wir in Spiel 3 machen, ja? Das machen wir in 3. Hä? Das machen wir in Strecke 3. Achso, nee, jetzt machen wir das nicht mehr. Die Regeln stehen. Okay. Ja, weil dann wäre es wieder fair gewesen, weil dann hätte ich einmal zugeschaut, ne? Und du auch einmal. Oh, das ist zu viel. Jetzt ist die 7 wieder übelst viel, gerade weil die 7 übelst lasch. Aber war auch scheiße gezielt. Sorry, Rick. Wie gesagt, Juke auf eigene Gefahr. Trotzdem sehr interessant, hier bei zuzuschauen. Mhm. Das ist risky. Wenn du Glück hast, liegt die Kugel jetzt ein Stück besser. Wenn du Pech hast, liegt sie jetzt komplett scheiße. Ja, okay. Der Winkel ist kacke. Huch, ich bin unter der Bahn. Hallo. Was ist denn das? Hallo. Ich bin auch unter der Bahn gerade. Die Kugel steht. Ja. Oh, Schlag 15. Sehr schön. Ja, gut. Ist nur ein Stück. Komm schon. Ja, aber das ist. Ach, nee. Ich glaube, das ist das, was hier funktionieren wird, aber
Schwer ist es trotzdem. Auf jeden Fall, aber vor allem, weiß, weil du die Kugel einfach dagegen fliegst und nicht... Ja, ja. Nee, das Was ist war das, 16? War das 16? Nee, das war 15, das ist alles gut. Deswegen, ich glaube, ich wäre da auch nicht großartig irgendwie besser gewesen. Geflicke ist auch ganz schön unpräzise. Jetzt bleibe stehen, du Stück. Dreck. Es rollt noch. Ja, ja, das steht jetzt nicht mehr. Das, okay. Nein! Oh, oh, aber schöner Versuch. Aber schön, schön, schön. Ah! Ja, das wäre nicht so schlimm. Wasser ist ja nur wieder zurück. Ja, Wasser wäre sogar gut gerade. Noch ist sie nicht drauf, aber die wird noch drauf fallen. Und jetzt ja. Wird es quasi rüber auf die andere Seite oder da oben rauf? Da oben drauf am besten, glaube ich. Tatsächlich. Nee, ich glaube tatsächlich, ich habe eine andere Idee. Oder, ja, ich hätte jetzt auch noch eine Idee, genau. Tatsächlich. Ja, ich probiere es nochmal so. Ich probiere mal ein bisschen. Das, okay. Nein! Okay. Nee, Wasser ist aber immerhin nicht so schlimm. Ups. Cheating! Das wäre auch geil, wenn er auf einer dieser Wände einfach stehen bleibt, der Ball. Ja. Jawohl, jawohl, schön. Schön. Ob das so schön ist, man kann ja immer noch überall runterfliegen. Ich muss jetzt noch in dieses Kackloch da treffen. Die rollt runter, ne? Ein Stückchen rollt sie noch, ja. Ne, die wird runterrollen. Das könnte gut funktionieren. Ja, gut sein. Ja, es wird so sein, weil es ein bisschen schräg ist. Okay. In der Tischkante. Nicht schlimm. Dann bin ich wenigstens nicht draußen. Solange sie jetzt nicht noch ins Wasser fliegt. Nein! Die wird ins Wasser. Cheater! Na, ja, schön. Ihr mit der Cheater, Junge! Ich schon hier, ne? Boah, ja. Aber 20 Schläge hierfür ist echt schon ätzend. Boah, ja, aber ich werde wahrscheinlich nicht weniger haben. Doch, doch. Nee, glaube ich nicht. Nein! Lass mal deine Hand da immer nicht bewegen. Ja, das hatte ich gerade vor. Jetzt flieg ich die weg, tschüss. Was ist das eigentlich im Wasser? Sieht man das? Ist das ein U-Boot? Nee, das sieht man nur, wenn man runterguckt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Was habe ich aus Versehen da hingemalt? Achso, bei mir sah es einfach nur aus wie ein G. Das sieht jetzt aus wie ein U-Boot. Ja, jetzt ist aber gut, oder? Das ist jetzt doch gut hier. Ich hoffe doch. Schön ein bisschen Wumms hinter. Oder? Ich hätte irgendwie Schiss, dass die Kugel jetzt einfach aus der Stadion fließt und tschüss. Na, immerhin schon mal drin, ja. Immerhin ist sie hier in dem. Ab hier sollte jetzt nicht mehr so viel schief gehen. Eigentlich. Soll die da jetzt stehen bleiben oder irgendwo reinfallen? Ne, die soll in das Gelbe. Das Gelbe ist das Ziel. Oh. Fuck. Was denn? Okay. 23, ja. Ja. Als ob ich besser bin, Alter. Naja, ich hatte jetzt das Ding, guck mal, ich habe einmal da rüber geflackt, dadurch ist er einmal komplett raus, dann ist er nochmal raus. Eben dadurch, dass ich dagegen geflackt habe, habe ich locker 8 Schläge verloren. Ja, ja, mal schauen. Wie gesagt, mal schauen. So, ich bin dran, ne? Ja. Also ich denke nicht, dass du in die 23 kommst, allein eben deswegen, weil du nicht so oft rausfliegen musst. Sagt er. Ja gut, am Anfang macht das was. Aber ich meine, wenn du schon bei der Hälfte der Strecke bist, was dann passieren? Kugel wird, glaube ich, stehen bleiben. Noch ist er nicht. Nee, ja. Oder? Da zählt noch, oder? Also meiner Sicht ist sie nicht draußen. Nein, wieso sollte die draußen sein? Draußen ist sie, wenn sie von dem Grün runterfliegt. Nee! Solange sie nicht so spitz im Winkel ist, dass ich die da reinkicken kann, ist alles in Ordnung. Steht sie? Nee, ne? Nee, die rollt noch. Kannst du jetzt mal bitte... Jetzt steht sie. Was?
Oh nein. Lol. Die Physik hier ist schon so ein bisschen random, oder? Steht. Ich will mal was ausprobieren, aber ich glaube, das könnte echt schief gehen, aber ich versuch's. Nö, das geht nicht schief. Okay. Ja, okay, aber definitiv beim nächsten Mal, wenn ich so ein Spiel reinmache, muss ich das mit dem Blindfolden machen. Ja, 100%. Am besten noch mit Channel verlassen. Ja. Der ist einfach Pause, der Typ. Ja. So. Jetzt habe ich mir mal die Auflösung ein bisschen höher eingestellt hier. Ich finde das halt so cool, wie die Hand auch wirklich so mitschnipst. Ich hab jetzt irgendwie nie drauf geachtet, tut mir leid. Das ist ein bisschen doof jetzt gerade. Könnte von Vorteil sein, könnte von Nachteil sein. Kugel wollt auf jeden Fall noch. Jetzt steht's. Versuch mal was. Nein! Okay. Nevermind. Ich stelle sie dir auf. Die Kommt ist gleich dazwischen wieder. Geklemmt. Jo, die ist unten. Was machst du denn da? Warte, ich hole sie. Hab schon. Okay. Liegt der richtig? Ja, ne? Mhm. Gut, dann let's go. Nein! Geh doch nicht an die Wand, Alter. Nehme ich überhaupt auf, ja. Ach ja. Also wenn ich darf, würde ich kurz die Chance nutzen und mir eine Flasche Wasser holen. Tun Sie das ruhig, ja. Sie sind ja irrelevant gerade. Sie sind egal. Wir beobachten das jetzt zum Zuschauen ja auch mal aus der Top-Down. Das ging ja schnell. Oh! Ich hab verloren. Nee. Das gesamte Spiel. Noch lange nicht. Ich bin ja schon fast wieder an der Hälfte von Dukes Schlägen. Das ist Best of 3. Momentan, Rick, momentan führen wir. Ne? Vergiss das nicht. Momentan führen wir. Noch. Ja. Noch. Müssen denn insgesamt 5 Bahnen sein, ne? Nee, Best of 3. Naja, Best of 3 kann ja aber trotzdem heißen, denn... Da hat er doch gesagt, dass man die zweite Bahn dann wiederholen wird. Nein, Best of 3 heißt... aus 3 Punkten das meiste. Also wer zuerst 2 Punkte hat, gewinnt. Oh, 11 Schläge. Ach so, ja stimmt. Du? Bitte? 11 Schläge. Hab mir gerade am Pimmel rumgefasst. Nein. Wie immer. Wie immer wollte ich auch sagen. Wie immer, wenn er immer hört. Okay, das macht mir irgendwie Angst. Rick, Alter. Deswegen, da war, als du ihn besucht hast, jede Menge los. Ja, ganz schön genau. Liebe Leute da draußen, schaut die Vlogs, die ich mit Ömer gemacht habe. Die waren super. Na du Insekt. Wir haben jetzt einmal die, die auf YouTube sind und die, die auf einer anderen Plattform mit you sind. Scheiß auf die anderen. Was ist für eine andere Plattform? Fernsehen? Fernsehen. Fängt die mit you an? Nein. You? Oh Gott, nein! Achso. Oh nee! Nein. Go kill yourself! Einfach so ganz trocken. Nein. War auch ein Schlag, ne? Also, ja, hab ich gezählt. Oh, fuck, Alter, nur noch 8 Schläge. Er hat nur noch 8 Schläge, dann. Wenn er es 8 Schlägen nicht schafft, dann haben wir das Spiel. Geil. Das Wasser. Ja.
Fuck My Life. Die kommt an den Start. Nur noch 6 Schläge. Okay, ich bin jetzt mal ganz böse. Ich meine, in 6 Schlägen schafft man die Bahn nicht. Nee. Nee, ich gebe auf. Nein, du gibst nicht auf. Das ist aber komplett useless. Das schaffe ich nie im Leben. Wie soll ich das bitte schaffen? Nicht aufgeben, du Muschi. Du wirst gekämpft bis zum Schluss. Ich bin nicht pessimistisch, ich bin realistisch. Wie soll ich das bitte schaffen? Nein, du bist eine Pussy, wenn du aufgibst. Pussy. Ich weiß gar nicht, ist das schon das zweite Spiel in dieser Folge, oder? Doch. Ja. Wer lügt, hat angefangen. Stimmt. Zwei Schläge, da muss ich zweimal perfekt schlagen. Nee, verkackt. Schauen wir uns den letzten noch an. Dip, dip, din, din. Jetzt richtig abtreten. Gut, und damit Rick, herzlichen Glückwunsch. Der Punkt, der geht an dich. Oh, verkackt. Ich zeig euch trotzdem mal die dritte Bahn noch. Die dritte Bahn, die hätte so hier ausgesehen. Ah. Ist das Fässer? Das sind Fässer. Kann ich zertrümmern? Faszinierend. Aber, ja, alter Rick. Damit geht auch dieses Spiel mit relevanten 8 Punkten an Rick. Joker gut eingesetzt. Mein Vorsprung ausbauen. Revalanten. Und damit haben wir mittlerweile Spiel 8. Wir haben einen Zwischenstand von 24 zu 12, haben damit jetzt doppelte Punktzahl. Aber das sagt ja nichts aus, denn im nächsten Spiel gibt es 9 Punkte. Da können wir schon immer fast komplett wieder aufholen. Damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in Spiel Nummer 9. Und Spiel Nummer 9 ist... Augenzähne. Und da sehen wir uns dann wieder. Ja, bitte? Eine Sache will ich schon anmerken. Ist das auf dem Tisch quasi der Hintergrund von Tomb Raider 2? Nein, tatsächlich nicht. Sieht sehr danach aus, aber nein, tatsächlich nicht. Ah, okay. Also auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.